Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo rund ums Wissensmanagement. Heute soll es um Ba, den Wissensraum, gehen. Der Begriff Ba steht im Japanischen für Ort, und zwar der Ort, an dem etwas stattfindet, beziehungsweise Ort im Sinne von Zeitpunkt und Gelegenheit. Das Konzept eines Wissensraumes, also das Ba-Konzept, um das es hier gehen soll, geht zurück auf die beiden japanischen Philosophen Kitaro Nishida und Shimizu. Für diese bezeichnet Ba einen gemeinsamen Raum für aufkommende Beziehungen. Dieser Raum muss nicht notwendigerweise physisch sein, er kann ebenso mental oder virtuell sein. Dieses Konzept hat Nonaka aufgegriffen. Ikujiro Nonaka, vielen von Ihnen sicherlich bekannt als einer der Autoren des sogenannten Seki-Modells im Wissensmanagement. Für Nonaka ist Ba a context which harbors meaning, also ein Raum, der Bedeutung birgt, und ein Raum des gegenseitigen Vertrauens und des gemeinsamen Verständnisses. Hier das Seki-Modell nach Nonaka und Takeuchi. Das Konzept des Ba kommt hier vor allem im ersten Quadranten zum Einsatz, also dieser Phase der Sozialisierung. Wenn wir nun davon ausgehen, dass Wissen eine subjektive und selbstreferenzielle Konstruktion ist und Wissensgenerierung ein interaktiver Prozess, also eben kein Heureka-Erlebnis eines einzelnen Genies, sondern ein Prozess der Interaktion, des Austausches in einer Gruppe, so wird Ba als bedeutungsvoller Kontext, Context which harbors meaning, zu einer wesentlichen Voraussetzung dieser Wissensgenerierung. Denn Wissenskommunikation und Interaktion setzen genau ein geteiltes Verständnis und geteilte Bedeutung voraus. Ansonsten reden wir aneinander vorbei. Bedeutung ist jedoch nicht per se in der Welt und damit allgemeingültig, da wir uns unsere jeweils subjektiven Realitäten und Bedeutungen jeweils individuell konstruieren. Das heißt, ein geteiltes Verständnis jeweils individuell konstruierter Bedeutungen und Realitäten muss erst erarbeitet werden. Überall dort, wo wir unsere subjektiven Konstruktionen transzendieren zu einer geteilten Wahrnehmung und einer kollektiven Bedeutung, ist Ba. Und genau dort ist dann auch die Schaffung neues Wissens, das heißt Wissensarbeit im eigentlichen Sinne, überhaupt nur möglich. Das Überschreiten also des eigenen Wissens, damit auch die Öffnung hin zum Nichtwissen, wird hier verstanden als Quelle der Kreativität. Wissen jedoch ist ein verderbliches Gut, denn es ist dynamisch, grenzenlos und kaum fassbar. Um in seiner Überschreitung und Kombination also tatsächlich zu einer Quelle von Kreativität und Innovation zu werden, muss es zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort mobilisiert werden können. Ba versteht sich als diesen Ort, der, um ein weiteres Mal Nonaka zu zitieren, als Ort der Resource Concentration, an dem sowohl individuelles als auch kollektives und organisationales Wissen, implizites und explizites Wissen zusammenkommen und in eine dynamische Wechselwirkung treten. Ba wird damit auch zu einem Ort, an dem Lernen auf allen Ebenen, individuelles Lernen, kollektives Lernen und organisationales Lernen, überhaupt erst möglich wird. Das Konzept des Wissensraumes Ba ist damit aufs Engste verknüpft mit dem Thema Wissensmanagement, dem Konzept der Vision einer lernenden Organisation und Wissensarbeit. Es ist die Grundlage von Wissensgenerierung. Es ist wesentlich für den Wissenstransfer und den Erfahrungsaustausch. Wie gesagt, ohne gegenseitiges Vertrauen, ohne ein gemeinsames Verständnis reden wir aneinander vorbei, kann es gar nicht zu einem echten Wissenstransfer und Austausch von Erfahrungen kommen. Es ist damit, wie gesagt, Grundlage des Lernens, letztendlich auf allen Ebenen, aber natürlich vor allem des kollektiven Lernens. Es ist im weitesten Sinne Grundlage überhaupt der Kollaboration. Und wie ich finde, ganz entscheidend, das Konzept der Community of Practice. Die Frage, die sich hier stellt, ist,
Wie kann eine Community überhaupt zu einem solchen Raum des gegenseitigen Vertrauens und gemeinsamen Verständnisses werden? Denn ohne diesen Raum kann eine Community im Sinne von Kollaboration, Erfahrungsaustausch, voneinander und gemeinsam lernen als Ort der gemeinsamen Wissensgenerierung gar nicht funktionieren. Nun, Vertrauen und Verständnis besteht zwischen Menschen. Das heißt, ich muss Zeit und Raum geben, ich muss Anlässe schaffen, sich als Mensch gegenseitig wahrzunehmen. Dazu gehört das Sehen und eben nicht nur Hören. Idealerweise auch in gewisser Weise das Spüren, das heißt, das sich persönlich begegnen, aber nicht notwendigerweise. Communities sind heutzutage nun mal sehr häufig auch virtuelle Communities. Dann geht es darum, zumindest diese Möglichkeit des Sehens zu schaffen, indem eben nicht nur telefoniert wird, sondern Webkonferenzen mit Webkamera, Videokonferenzen gehalten werden in gemeinsamen Teamrooms, die zur gemeinsamen Dokumentenablage genutzt werden, auch Bilder und Ähnliches zur Verfügung gestellt werden. Es geht darum, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen, Geschichten zu teilen und eben nicht nur Geschichten, die jetzt im engeren Sinne mit dem Gegenstand der Community zu tun haben, sondern vielleicht auch mal aus dem privaten Umfeld, aus meiner eigenen Vorgeschichte, privater oder beruflicher Vorgeschichte kommen. Es geht auch darum, in dieser Community gemeinsam Geschichten zu erleben, gemeinsam Geschichten zu erstellen über diese Community, ihr selbst eine Geschichte zu geben. Und letztendlich geht es auch darum, gemeinsam Spaß zu haben. Denn genau bei diesen Anlässen lernen wir uns gegenseitig als Menschen kennen und können dann gegenseitig Vertrauen aufbauen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Ja, wenn wir auf Etienne Wenger blicken, der ja dieses Thema Community of Practice intensiv untersucht hat, dann ist es genau das, was er bei seinen Kennzeichen einer Community aufführt, nämlich dieses gemeinsame Wurzeln haben, gemeinsame Geschichten haben, diese Insiderwitze zu haben, diese kleinen sprachlichen Eigenheiten zu haben, die in der Community funktionieren und sie auch abgrenzen nach außen. Und eben genau dieses in der Community weiß ich, was die anderen wissen, wozu sie in der Lage sind und wie sie zu unserem gemeinsamen Vorhaben deshalb am besten beitragen können. Sie sehen also, dieses Konzept eines Bars ist grundlegend für das Konzept einer Community und ganz wesentlich für Wissensmanagement überhaupt. Für mich ist das Konzept des Bar eines der inspirierendsten und faszinierendsten Konzepte im Kontext Wissensmanagement. Ich hoffe, ein wenig dieser Faszination ist nun auch auf Sie übergesprungen.